Wir alle haben uns diese Frage schon mal gestellt. Wie ernähre ich mich am besten? Viele Sportler oder Leute, die abnehmen wollen, haben sich diese Frage gestellt. Wie ernähre ich mich am besten? Obst, Gemüse oder doch die Vitamintablette? Ich glaube, es gibt nicht nur eine Lösung. Ich glaube, es gibt mehrere. Sportler sollen was Nahrhaftes essen, was ihnen Kraft gibt und sie stärkt. Natürlich ist es eine riesige Aufgabe, sich die Ernährung umzustellen oder sich richtig zu ernähren. Muhammad Ali, der größte Boxer aller Zeiten, hat gesagt: I hated every minute of training and I hated the food I ate. But I told myself, don't quit now, suffer and live the rest of your life as a champion. Nehmt euch das zu Herzen. Muhammad Ali hat es gesagt. Wichtige Sachen zum Essen. Nehmt euch feste Mahlzeiten, nicht dazwischen Snacks oder dazwischen zum Mäcki gehen oder was auch immer. Nehmt euch vor, was ihr esst. Leute, die abnehmen sollen, glauben, die Möglichkeit ist es, einfach nichts zu essen für 2-3 Tage. Aber ist es das wirklich? Kann man einfach aufhören zu essen und glauben, man ist dann auf einmal schlank? Sicher nicht. Also, glaube ich, man sollte nicht das Essen an sich ändern, sondern seine Lebenseinstellung, wie man zu sich selber steht. Und man soll sich selbst ehrlich sein, denn jeder hat seine Vorlieben. Jeder geht mal gerne einen Döner essen oder was auch immer. Aber versucht was zu ändern, denn ich weiß, jeder hier weiß, dass er manchmal sich Chips reinstopft oder was auch immer. Und das ist dir selber am besten. Aber versucht was zu ändern. Und live the rest of your life as a champion. Dankeschön.